Moin Moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man so einen kleinen süßen Schwamm hier waschen kann. Viele schmeißen ihn einfach weg, aber nein, das braucht ihr nicht. Ihr könnt ihn mindestens zweimal waschen, damit er wieder schön glänzt und wieder sauber ist. Wir waschen ihn zusammen mit der 60 Grad Buntwäsche. Ihr könntet ihn natürlich auch zur Weißwäsche packen, das wäre nicht so tragisch. In unserem Fall werden wir jetzt die 60 Grad Buntwäsche wählen, damit er auch wieder schön zurück in die Küche kommen kann. Rein zur Buntwäsche. Als Beispiel ist da Bettzeug oder hier Frottee-Zeugs. Alles Baumwolle, 60 Grad Buntwäsche. Dazu gehören auch diese Schwämme zum Beispiel. So, wenn ihr alles drin habt, die Trommel ist, wie ihr seht, so dreiviertel gefüllt. Lasst immer ein bisschen Platz in der Trommel, damit es nicht zu voll ist. Können wir die Luken schließen und uns weiter vorarbeiten. Nein. Achtet, bevor ihr startet, darauf, dass Wasser aufgedreht ist. So, ändert, also achtet darauf, rechts rum ist zu, links rum ist auf. Ergo schaut immer danach, dass es nach links gedreht ist und Wasser in die Maschine kommen kann. Das ist wichtig, ansonsten würde der Waschvorgang nicht funktionieren. Kommen wir zur richtigen Waschmittelwahl. Wir haben heute das Color Gel hier für dunkle Wäsche, also für Color Waschgang brauchen wir, weil es dunkle Wäsche ist. Dazu werden wir noch einen Weichspüler benutzen. Das macht die Wäsche schön weich und es riecht angenehm duftend. Okay, bei Flüssigwaschmittel schauen wir auf die Rückseite und sehen dort eine Tabelle. Da haben wir den Härtegrad der Wäsche. Das könnt ihr erfragen bei euren Stadtwerken. Bei uns ist weiches Wasser angesagt. Dann hier drüben seht ihr leicht, mittel und stark verschmutzte Wäsche. Das heißt, in unserem Fall werden wir den Mittelwert wählen und eine Verschlusskappe voll benutzen. Das sind 73 Milliliter circa. Gesagt, getan. Wir drehen die Verschlusskappe ab und füllen uns einmal das Gel in ein Gefäß, also in den Deckel. So, einmal schön voll machen. Wupp! Saugut. Jetzt kommen wir links von der Waschmaschine, gibt es dieses Fach, das ziehen wir uns raus. Da ist eine römische 1, eine römische 2 und in der Mitte kommt der Weichspüler rein. Das heißt, wir gehen jetzt auf die römische 2 und kippen da unser Waschmittel rein. Achtet darauf, dass es nur da reinkommt. Ihr könnt das natürlich auch in die Waschtrommel direkt mit reingeben. Aber bei uns hat das bis jetzt immer gut hier funktioniert. Kommen wir zum Weichspüler. So. Den öffnen wir auch und haben auch eine Verschlusskappe. Das sollte auch draufstehen, wie viel man dort nehmen sollte. Wir haben extra weich, das ist ein 1,5. Traumhaft weich, es ist 27 Milliliter. Wir nehmen auch wieder den Mittelwert. Wir nehmen einen vollen Messbecher. So, den packen wir jetzt in die Mitte hinein. Ihr könnt natürlich auch mehr reinpacken, nur achtet darauf, dass ihr nicht über die maximale Füllmenge kommt. Das solltet ihr noch beachten. Und Vorwäsche machen wir nicht. Daher machen wir jetzt zu und kommen gleich zu den Einstellungen. Kommen wir zur Einstellung der Maschine. Wir werden als erstes die Maschine anschließen. Also anschalten, eher gesagt. Dann werden wir uns nach hier oben orientieren. Wir sind ja bei Koch und Buntwäsche. Wir wollen 60 Grad, ergo geben wir 60 Grad als Temperatur ein. Koch und Buntwäsche. Dann sehen wir, dass die 2 Stunden 10 Minuten spülen wird. Die Schleuderleistung bei 1200 umdrehen können wir lassen. Dadurch, dass unsere Wäsche jetzt nicht super verschmutzt ist, wie ihr gesehen habt, können wir auch ein Schnellwaschprogramm draus machen. Da sparen wir Zeit, ein wenig Wasser und vor allen Dingen Energie. So, damit haben wir alles und starten nun die Maschine. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun!